Jetzt haben wir noch Paar 02, Lukas und Katrin. Welchen Tanz haben sich die beiden ausgesucht? Ich habe schon wieder vergessen, ich habe es eh gefragt. Aber auf jeden Fall nicht den ältesten, das war ja vorhin schon der langsame Walzer. Nein, nein, die sind sehr ausgeglichen. Sie haben sich nämlich den jüngsten ausgesucht, den Jitterbug. Hier sind sie, Paar 02 mit ihrem Lieblingstanz, Lukas Perrmann und Katrin Wenzinger. Standing Ovations auch für euch. Ah, das wird schwer. Es ist schon ein hartes Finale heute. Ihr schenkt euch auf jeden Fall nichts. Jitterbug, ganz ehrlich, der Lieblingstanz, weil er erst eine Woche her ist, hat man nicht so viel neu lernen müssen und hat er den noch in Erinnerung oder weil es wirklich der Lieblingstanz ist? Ich muss leider ein Ballast enttäuschen. Das war der Tanz, wo wir am meisten Spaß gehabt haben. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen nochmal machen. Ja. Wir haben leider Spaß beim Training. Ja, es tut uns leid, dass hier irgendjemand Spaß hat, Bollasch. Geschenke Woche für Woche. Was gab es denn als Abschiedsgeschenk? Nein, jetzt packt der Schmuck aus, das Geschmeide. Jetzt packt der Schmuck aus, ja. Nicht das schlecht. Ist ein guter Engel. Promi. Ein Engel. Ja. Das ist der Lux, also der ja, Lukas. Lukas. Und dazwischen steht Best Friends. Sehr das schön. Ja, der Lukas war heute echt lieb. Der hat allen Frauen heute schon Rosen gegeben und sich verabschiedet. Nicole, hast du schon nochmal ein Geschenk von Bollasch bekommen? Haarpflegeprodukte, irgendwas Gängiges? Ich glaube, da kann ich noch lange warten, oder? Ja. Er weiß es, man kann ihn ja mal darauf hinweisen. Wie hast du denn gefallen, Nicole? Ja, sehr gut. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein Kompliment an dich, Katrin, sagen, weil du hast aus dem eher steifen Anfang und etwas unkoordinierten Lukas wirklich einen total lockeren, rhythmischen Tänzer gezaubert. Und das ist wirklich ein Kompliment auch an dich. Super gemacht. Dankeschön. Außerdem finde ich, dass es wirklich sehr wichtig ist, ganz besonders bei einem Jitterbug und bei den Happy-Tänzen, dass man Spaß dran hat. Wirklich. Das gehört dazu. Genau. Spaß, Spaß. Thomas, bitte. Ja, ich stimme dem zu. Spaß ist das Allerwichtigste dabei. Aber auch das, was du gesagt hast, er ist natürlich ein Vorzugsschüler. Erstens mal Matura mit Vorzug, Studium mit Vorzug und jetzt muss man das umsetzen in so richtig, wie sagst du immer, die Sau rauslassen. Die Sau rauslassen. Und das hat geklappt. Ich bin total begeistert. Dank Lukas kann ich Hannes auch endlich mal erkennen. So schaust du also aus. Naja, also Sau rauslassen, es war höchstens ein Ferkel. Nein, aber
Wenn ich jetzt auch noch Spaß sage, dann glaubt es dann wirklich schon jeder und es hat auch wirklich gestimmt. Ihr habt es wirklich ausgelassen, mit Spaß getanzt. Ich freue mich, vielleicht gelingt es. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Und dann haben wir noch den Bollasch. Ja. Ja. Kaufst du Schmuck jede Woche? Hast Spaß beim Tanzen? Du. Weißt du, wie du klingst? Was erwartest du von mir? Du klingst ein bisschen, kennst du die Schlümpfe? Du klingst ein bisschen wie Gargamel, der sagt, ich hasse Schlümpfe. Ich hasse Spaß. So klingst du. Schau, Bollasch, ich muss dir das kurz erklären. Ja. Dancing Stars wird im Endeffekt nicht viel überbleiben, außer die Erinnerung. Ja. Und die muss einfach positiv sein. Und ich will ein großes Bild haben, das Dancing Stars hast, das war eine super Zeit. Das ist für mich das Wichtigste und das ist mir gelungen. Danke. Zum Dancing Stars gehöre ich aber auch ich dazu und ich muss auch in positiver Erinnerung bleiben. Na, dann streng die jetzt an, sag mir schnell was Nettes. Ja, egal, was du mit den Frauen machst, wie du sie beschenkst und glücklich machst, der Tanz war leider geil. Leider geil, und mit den Worten schicken wir euch raus. Lukas Perlmann und Katrin Menziger mit ihrem Lieblingstanz, das ist der Chitterbug. Und sie haben damit gekämpft und alles getan in diesem Finale. Um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und ihren Showtanz zu zeigen. Sie zu Hause entscheiden heute Abend vor allem mit 09010 59 0902. Ein Wettrennen, aber sie hätte gewonnen. Sie hätte gewonnen. Sie hätte gewonnen, sie hätte gewonnen. Hat ihr Flügel? Ich habe nicht gewusst, dass du Vorzugsschüler warst. Vorzugmatura, Vorzug beim... Wirklich, war? Ja, ist mir so passiert. Aber dass du, was die Nicole gesagt hat, am Anfang warst du ein bisschen steif. Da habe ich den Eindruck gehabt, du gehst da so ein bisschen an, wie, schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Es war nicht, du hast dich noch nicht entschieden gehabt am Anfang. Ich habe mich nicht ganz entschieden gehabt, ob ich mich auf das ganze Abenteuer wirklich einlasse. Einlass, ja. Und dann war so wirklich ein Wendepunkt, das war bei mir der Quickstep. Das war dann eine Entscheidung. Das war 1%. So eine echte Krise gehabt mit diesem Tanz. Aber dann habe ich gesagt, Alter, jetzt gibt's Gas. Und dann ist irgendwie der Es war bei dir dann wirklich ein Wende. Es ist, ich habe dich auch beobachtet und dann irgendwann einmal, und ich war nicht der Einzige, bin ich dann zum Schluss gekommen, das ist eigentlich ein cooler Hund. Der Lukas, der ist locker. Findest du, dass der ist cooler Hund, Klaus, oder was? Ja. Na, du bist locker, du hast nie das Richtige, du hast das schon ernst genug genommen, um wirklich das zu lernen. Sicher. Aber du hast auch nicht zum Beißen angefangen, um verbissen werden. Nein, wir haben wirklich viel trainiert, aber wir haben dazwischen wieder Pausen gemacht. Ich glaube, dass du begabt bist. Du kannst gerade Instrumente spielen. Ich glaube, du hast ja in der Schule mehr oder weniger gespielt. Trotzdem. Morgen. Kein Dancing Stars mehr. Ja. Wie schauen die Tage aus? Hast du dich schon verplant? Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Morgen gehen wir am Liveball. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen in die Natur wieder. Das ist mir ganz wichtig. Auf deine Terrasse. Auf meine Terrasse. Fang nicht wieder damit an, hey. Ich sag's dir. Ja. Naja, du hast ja, das wissen wir jetzt. Jetzt hörst du was. Du hast ja mit deiner Daumengeschichte punkto Tierschutz praktisch den Vogel abgeschossen. Ne? Klaus, ja auch im Schießen. Ich sag's dir. Nein, das ist ja jetzt eine andere Formulierung. Ja, nichts geplant. Also ich hab vor. Relax. Ich möchte in die Natur aussehen. Ich möchte einfach ein bisschen laufen gehen wieder. Ich möchte wieder Viecher sehen. Ich möchte einfach wieder ein bisschen frische Luft atmen. Ich liebe die Studioluft, aber sie ist ein bisschen staubig. Im Gegensatz zum Arsch liegst du frische Luft. Sie steht ja auf den Studiogeruch. Aber ihr habt schon was geplant, nämlich jetzt demnächst einen Showtanz. Den hätten wir geplant. Und der findet auch in der Natur statt. Also wir haben die Illusion von Natur und Bergen. Und die Marschan hört auf in Höhen und wir fangen in Höhen an. Mhm. Und es hat vor allem was wirklich mit uns zu tun, nämlich mit einem Engel. Ja. Und das Engel ist wunderschön. Das ist eines der Dinge in meinem Leben, auf die ich mich am meisten freue. Aber auch eines der Dinge, das für mich die größte Herausforderung sein wird. Da hoch nach oben. Ich habe so Höhenangst. Du hast Höhenangst? Ja. Du bist der erste Engel, der Höhenangst hat. Ja. Da kannst du in einen Lift gehen. Aber sie wird dann zum irdischen Wesen und dann geht es ein bisschen irdischer zu. Also das haben wir schon wirklich jetzt gespannt drauf. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Punkte. 34 Punkte war es das letzte Mal beim Chitterbug. Und jetzt? Ich weiß es nicht, schauen wir uns an. Nicole, auch für euch. 10. Yay! Da quietscht die Katrin. Thomas. 9. Hannes. 9.
Und letzte Punktvergabe im Laufe dieser Staffel von Wolasz Ecker. Leider 10. Ja! Nein. 38 Punkte. 38, zweithöchste Werte. Nein, 39 war heute schon, oder? 39 war. Fah, setzt euch nieder. Legt euch trocken. Schau, das waren die letzten Punkte der Jury. Für den Showdance wird es keine Jurypunkte mehr geben. Die bewerten dann nur noch Sie zu Hause. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkte-Endstand. Miriam, bitte.